In diesem Video wird die Umsetzung des Leitfadens für den Einsatz von Spielen in der Vorlesung beispielhaft am Hörsaalspiel Kettenreaktion erklärt. Das Spiel wurde nach einer Idee von 4 Dozierenden auf der Grundlage der Ergebnisse von 5 schriftlichen Befragungen mit mehr als 600 Studierenden sowie 17 Experteninterviews mit Dozierenden und Studierenden verschiedener Hochschulen entwickelt. Es ist für alle Fächer geeignet. Mit dem Hörsaalspiel Kettenreaktion können Verständnisfragen beantwortet, Zusammenhänge erklärt und Vorgänge beschrieben werden. Außerdem sollen mit dem Spiel Zusammengehörigkeitsgefühl, Interaktion und Zusammenarbeit zwischen den Studierenden gefördert werden. Die folgende Vorgehensweise orientiert sich am Leitfaden für den Einsatz von Spielen in der Vorlesung. Stellen Sie zuerst den thematischen Bezug zwischen Vorlesung und Spiel her, indem Sie sich Verständnisfragen oder ähnliche Aufgaben zum aktuellen Thema der Vorlesung überlegen. Das Hörsaalspiel erfüllt die didaktischen Funktionen Einführung in das Vorlesungsthema, Motivation, Festigung und Kontrolle. Das Spiel kann deshalb variabel im zeitlichen Verlauf der Vorlesung eingesetzt werden. Das Hörsaalspiel Kettenreaktion ist dem Genre Reaktionsspiel zuzuordnen und wird in der Sozialform Gruppenspiel durchgeführt. Sie benötigen lediglich Stoppuhr und Klingel. Bereiten Sie mindestens 2 Beispiele mit Fragen oder Aufgaben vor. Mit der Vergabe einzelner Rollen an die Studierenden schaffen Sie Möglichkeiten zur aktiven Mitarbeit. Das Hörsaalspiel enthält die Elemente Zufall und Bewegung. Leiten Sie nahtlos von der Vorlesung zum Spiel über, indem Sie eine vorbereitete oder aktuelle Frage von Studierenden an der Tafel notieren und die Aufgabenstellung erklären. Lassen Sie außerdem die Notwendigkeit dieser Form der Zusammenarbeit in Gruppen von den Studierenden diskutieren. Fordern Sie jetzt die Studierenden auf, Gruppen mit ca. 5 Personen zu bilden und innerhalb von einer Minute die Aufgabe zu lösen. Jeder Studierende darf nur ein Wort sagen und alle Wörter müssen zusammen eine sinnvolle Antwort ergeben. Wenn jeder Studierende aus der Gruppe ein Wort gesprochen hat, der Satz jedoch noch nicht vollständig ist, wird die Antwort bei dem ersten Studierenden fortgesetzt. Beenden Sie die Aufgabe mit einem akustischen Signal und lassen Sie die nächste Gruppe von den Studierenden der aktuellen Gruppe bestimmen. Bitten Sie die Studierenden beim Sprechen aufzustehen. Beziehen Sie das Element Wettbewerb ein, indem Sie die verständlichste Antwort durch Applaus ermitteln lassen. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf mit weiteren Aufgabenstellungen. Sie können auch die Studierenden selbstständig Fragen erstellen und beantworten lassen. Teilen Sie bei Interesse an Feedback in der Nachspielphase den Kurzfragebogen aus dem Leitfaden an die Studierenden aus. Leiten Sie nahtlos zur Vorlesung über, indem Sie zum Beispiel eine Aufgabe aus dem Hörsaalspiel aufgreifen und als Diskussionsanlass für die Fortsetzung der Vorlesung verwenden. Notieren Sie möglichst gleich nach der Vorlesung Ihre Wahrnehmung während des Spiels und was Ihnen am Spiel oder an der Situation im Hörsaal gut bzw. gar nicht gefallen hat. Lassen Sie bei Interesse den Kurzfragebogen auswerten und sprechen Sie über die Ergebnisse, zum Beispiel mit mir. Nehmen Sie gegebenenfalls Änderungen vor und überlegen Sie, welches Spiel Sie in einer der nächsten Vorlesungen einsetzen wollen und welche vorbereitenden Aufgaben Sie dafür an die Studierenden übertragen können. Die von den Studierenden erstellten Aufgaben können Sie mit digitalen Medien sichern und für die Fortsetzung des Spiels in einer der nächsten Vorlesungen verwenden. Bei Interesse fordern Sie einfach den ausführlichen Leitfaden an. Auf diesen Wegen können Sie auch Termine für Workshops zum Thema Hörsaalspiele mit mir vereinbaren. Ich wünsche Ihnen und Ihren Studierenden viel Spaß mit Spielen in der Vorlesung.